Hello Friends, welcome to my first weekly vlog. So, ich werde euch einfach diese Woche ein bisschen mitnehmen. Das werde ich jede Woche machen, wenn es klappt. Fingers crossed. Ich hatte gestern eine richtig, richtig schlimme Nacht, deswegen ist es eigentlich nicht so gut, da so zu starten, weil ich bin echt müde. Ja, ich hatte irgendwie so Knochenschmerzen, Körperschmerzen, es hat irgendwie alles weh. Und deswegen bin ich heute Morgen auch zum Arzt und habe mir Tabletten geholt. Also so Magnesium-Tabletten und so. Ich werde heute ein paar Sachen machen und zwar werde ich mir ein Outfit für heute Abend aussuchen, denn heute Abend ist die Book-Release von Valentina und da soll man elegant sein und eigentlich sollten Sachen ankommen, aber irgendwie kommen die nicht an. Am Mittwoch fliege ich nach Ägypten mit Max und Heiko, darauf freue ich mich auch. Das heißt, der Vlog wird relativ interessant, glaube ich, für euch und ich nehme mich einfach mit. Und jetzt gehen wir erstmal ein bisschen shoppen. Ich habe mich angezogen, ich habe meinen Tee mit mir. Ich habe eine Jogginghose an und ich gehe jetzt los. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. Rose white pearl rings fall to peace from autumn floors. Scholarships fly unexpectedly to rosy cheeks on red wine bottoms. It's my Gesicht, Amazon. Nichts mehr gegessen. Naja, dann kannst du auch essen. Dann kannst du auch essen, Carole. So Leute, wir sind am Bahnhof von Leipzig angekommen. Die beiden streiten schon, das wird super witzig. Urlaub mit denen wird sehr witzig. Wir fahren jetzt zum Flughafen und dann geht's ab nach Ägypten. Ich habe den beiden gesagt, dass sie einen roten Herz suchen sollen. Da ist kein Rot. Keine Chance. Hier ist kein Rot. Wir sind angekommen. Yay! Es ist schon stockdunkel hier. Wir hatten 4-5 Stunden Flug. Jetzt sind wir endlich da. Oh. Max, du läufst auf der Straße. Wir haben einen Hund, einen Begleiter. Ja, hallo! Unser Hundi wartet brav draußen, wenn wir noch ein paar Sachen besorgen. Guten Morgen, Leute. Ich habe Bad News. Beide von den Jungs schnarchen. Das heißt, ich habe nicht so viel geschlafen. Wir frühstücken jetzt. Ich habe eine frische Omelette. And let's see. Trixie, es sind gerade 5 Naked-Pakete auf einmal angekommen. Ich mach die jetzt mal auf und schau mal, was davon meins ist. Das ist immer hier behind the scene. Ich darf jetzt Bilder machen. Juhu! Okay, worauf achten wir jetzt bei dem Bild? Ah, wir ziehen uns erstmal aus. Können wir die Spangen ausmachen? Naja. Okay, we're ready. Okay. Tag 1, Max hat schon Bilder von mir gemacht. Ja, ich weiß auch nicht, was mit meinen Haaren los ist. Es ist so warm hier, aber anscheinend ist das Meer so kalt. 13 Grad gefühlt. Also ich gehe jetzt da rein, aber ich gehe nicht rein, weil es zu kalt ist. Dann gehen wir im Pool. Ich hole mir jetzt erstmal Fresh Juice. Ich hab Durst. Fresh Juice. Ich hole mir eine Cola. Eine Pepsi Cola. Weil es gibt gar keine Coca-Cola. Mit den 2 Chaoten bin ich im Urlaub. Gar nicht mehr. Wir sind am Strand. Guten Appetit, guten Appetit. Wingardium Leviosa. Hast du Hunger? Good soup. Guten Morgen. Es ist 12 Uhr, ja. Wir kommen nie aber wir vor sind, 12 Uhr. Wir sind um 9.30 Uhr los. Ja, du ihr, nicht. Um 10. Wir waren heute vorm Frühstücken. Wir gehen jetzt für eine Stunde am Strand. Und dann gehen wir in ein Quad-Tour. Nach dem
wir erstmal Mittagessen, weil sonst hat er wieder schlechte Laune. Mal eine Quad-Tour. In der Wüste. In der Wüste. Ciao. Safari. Wir machen jetzt eine Quad-Tour in der Wüste. Ich hoffe, wir überleben. Okay, und jetzt springen hier so ein bisschen rum. Okay, renn mal weg. Oha, tschüss. Ich hab Angst, ich hab Angst. My dear friend, where have you been? Where have you gone? What did you win? Wir sind auf diesen Berg hier hochgeklettert. Und das sieht total aus. Ich bin voll impressed. I'm impressed. Wir im Beduinendorf. Du Asoziale, ich will dich ans Spielen kommen. Ich hab ein weißes T-Shirt an. Guten Appetit. Lecker essen, ne? Hier ist keine Ampel, nichts. Geht man einfach drauf los. Warte, warte, warte. Oder was ist da los? Es ist Freitag. Es ist Freitag. Wir chillen um 10 im Bett. Das geht nicht. Das geht nicht, klar, wir sind im Urlaub. Das geht einfach nicht. Ja, ich habe wieder eine riesen Pinot Colada. Fliegen jetzt gleich. Und ich bin immer noch im T-Shirt mit Bikini. Und ich muss mich gleich. Oh. Alter, das ist so. Ich habe eine Pinot Colada getrunken und ich bin. Zwei. Ich habe zwei Pinot Colada getrunken. Ich wollte es noch genießen: Sonne und Drinks und so. Ich hoffe, ich werde nicht rot, weil ich habe mich nicht so wirklich eingecremt. Bin ich rot? Ja.